kommt auch langsam bei uns. Unten bei mir einer drinnen. Genau. Erledigt, ich bin weg. Ich hab Reload. Moment. Ich aime. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozzog OD zum neuen Video. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich bei mir auf dem Kanal und ihr seid wieder hier für richtig geilen Gameplay-Content in Call of Duty im Rebirth-Modus. Caldera, die neue Map im Vanguard-Modus, ist ja jetzt schon eine Zeit lang draußen und dementsprechend haben wir uns auch dort in den Rebirth-Modus gewagt und haben einige Games bei uns im Livestream gespielt und auch gewonnen. Davon seht ihr heute eins der geilen Highlights. Deshalb, falls ihr diese Livestreams und diese Spektakel nicht verpassen wollt, schaut gerne mal bei mir auf Twitch vorbei, www.twitch.tv/ozzogod, und dann verpasst ihr keinen weiteren Gameplay-Content live bei mir auf dem Kanal. Und falls ihr weitere Videos sehen wollt, dann schaut das Video bis zum Ende und klickt auf die Endcard entweder hier links oder hier rechts und lasst gerne ein kostenfreies Abo da, um mich zu supporten. Und jetzt gehen wir direkt ins Video. Es ist halt, hängt halt alles mit seiner psychischen Krankheit zusammen und das ist halt nicht gut. Ich habe ihn schon gefragt, ob ich ein Hartz-IV-Format für ihn für YouTube machen soll, dass ich immer mal einmal der Woche vorbeifahre und ihn filme, wie er so vor sich hin vegetiert, dann stelle ich es ins Internet. Aber nein, ich krieg's so überhaupt nicht. Das ist sehr nett. Ey, ich schwöre dir, sein Kanal... Mit dem Leben bei Ozzog. Ey, Kresse jetzt! Ausrüstungslieferung ist da unten schon, ist das richtig? Scheinbar. Ist da wirklich... direkt hinfliegen. Ist da eine Lieferung schon für uns? Unbedingt hier oben landen irgendwo. Jetzt ist voll auf die Fresse da, ja, ich merke das schon. Sieht das ganz böse aus, das Ganze. Wir gehen gleich hier ins Haus rein, war markiert, oben rein. Hä, der zweite Schlag hat den Buggy nicht getroffen. Ich schwöre, ich habe ihn zweimal gehabt, ich habe ihn gebrannt. Ich abgehauen. Ah, gut. War da für alle der Loadout auf der Seite auf einmal? Kann das sein? Ja. Das, ja. Da landete, das sind wir alle sind da gelandet. Bei mir? Ich hau ab, ich gehe ganz woanders hin. Ich habe keinen Bock jetzt zu sterben. Ich gehe woanders hin, Leute. Ich flieg hier drüben hin. Dahin irgendwo, ja. Ich hab nicht so einen Bartwuchs. Ich werde nie so einen Bartwuchs wie mein Bruder haben. Wirklich nicht mehr. Camp hier am Klo. Ich hab ein Maschinengewehr, ich sitze auf dem Bett, Alter. Sollen sie mal kommen? Ich kann Loadout noch bekommen, wenn ihr es glauben. Ah, ich bin auf! Können meiner das Kopfgeld bitte töten, dass ich die nächste Mission annehmen kann? Das wäre mal ganz cool. Also, ich kenne auf jeden Fall die Endzone, gell? Ja, ich gucke jetzt mal kurz. Ist das automatisch wieder das G43, okay? Muss ich aufpassen, dass ich es nicht zu schnell verballer. Können die jetzt mal das Kopfgeld bitte killen? Ich will die nächste Mission annehmen. Da kriege ich eine Drohne raus als Belohnung. Mein Kaffee. Ich bleib jetzt kurz hier hinten in der Ecke stehen, wo ich bin, ja? Ihr lebt ja alle noch. Mann, wer im Loadout, Achtung. Haben Sie geschafft, meine... Am Loadout einer dran. Fast totgeschlagen. Ja. So, ihr könnt es ja immer wieder versuchen, ich bin abseits, also, weil ihr werdet ja eh mal wiederbelebt. Wann ist denn der Eupapapolo mal endlich mal tot? Ich möchte die Mission annehmen, die nächste hier. Feindliche Drohne ist aktiv. Aber ich warte die 11 Sekunden ab, bis das Kopfgeld abgelaufen ist. Dann nehme ich die nächste Mission an. Jules, du bist Kopfgeld. Was? Okay, ist eine Erkundungsmission. Wow, what the fuck, hat der mich erschreckt. Ich hab ne Plattenbox. Ist dort noch einer dran? Unten einer drin. Wer ist im Gebäude? Peppel, komm mal zu mir, Orange. Siehst du mich auf der Karte, Digga? Steffen? Ich hasse Freunde. Okay, alles klar. Ich hab ne Drohne gezündet. Ich komm gleich zu dir. Ja, ich hol die nächste Mission. Noch einer unten drin dran bei euch, noch einer im Loadout jetzt. Hallo? Der Besen blockiert die Tür. Man kann hier nicht durch, weil der Besen davor ist. Lol. Das macht Sinn, Alter. Einige im Loadout.
Soll ich eine Munibox mitnehmen? Ich hab eine Munibox. Ey, what the fuck, wo kam der denn jetzt her? Hä? Peppel, kommst du zu mir? Ich bin immer noch hier unten. What the fuck, kam der durchs Gas gelaufen? Was ein Hurensohn? Hier ist eine Plattenbox, Peppel. Bei mir liegen auch noch Waffen und sind auch noch Kisten auf dem Dach. Also ihr könnt hier noch looten. Ohne Drohne. Ich hab eine Drohne an, immer. Drohne beginnt Überflug. Ich hab hier den Shop. Ich kann hier Loadout kaufen bei uns. Peppel, geh mal dorthin, wo ich markiert habe an der grünen Position, das ist zu der Plattenbox. Ich hab eine Plattenbox. Ja, aber da liegt noch eine. Ich schmeiß jetzt da unseren Loadout hin. Jetzt ist der auf, ja, der ist auf der Straße hier gelandet. Scheiße, Mann. Ich wollte ihn bis ins Haus werfen. Munitionsbox liegt daneben, könnt ihr dann gleich einsammeln. Gut. Okay. Nee, wieso kann ich das nicht aufnehmen? Was? Aha. Ah, keine Ahnung. Panzerfaust. Ich hab jetzt alles aufgesammelt. Was ist denn eigentlich gegen Spieler? Besser ich hab eine große Jagd, soll ich annehmen? Ja, wenn der andere tot ist, geht nicht. Der lebt noch. Guck mal. Grüne Markierung kannst du nicht annehmen. Jules nicht gemobbt aufs Dach hier. Positionsluftschlag, geil. Kannst du das Fenster einschlagen? Jules, brauchst du Platten? Ja, nee, aber ich hab welche. Mir gerade auf. Jetzt Großfeldjagd aktiv? Nice. Ey, dass keiner das Kopfgeld abschießt, kein anderer, das ist auch wieder krass. Muss noch einen Kaffee holen. Julesen, kannst du mich kurz kaffen? Covern, ich lieg hier rum. Ich muss noch. So. Ja. Pebble, wie weit ist der Gegner entfernt? 200 Meter. Er war gebreakt und ist im Arsch jetzt. Nee, er lebt ja noch, oder? Ja, aber ja, gut. Ihm geht's nicht mehr gut. Okay. Ich aim da mal mit dir hin. Wenn ich ihn auch sehe, schieße ich auch drauf. Wo schießt du denn da hin? Ich sehe da gar nichts, Alter. Da landet einer, da oben. Hinten. Noch einer in der Luft. Ah, zweimal gehittet, aber nicht gebreakt. Der will bestimmt aus dem Loadout oben drauf. Also. Da kommt noch einer oben. Loadout. Ja, da komme ich nicht ran über die Distanz. Das ist zu weit entfernt. Schulze, du stehst hier mit der Panzerfaust in der Treppe, das ist ja nice, Alter. Marco, wo bist du eigentlich? In der Endzone? Mhm. Ja gut, wir kommen dann gleich irgendwann zu dir. Glaube ich nicht. Da landet wieder einer. Die kommen dann in den Loadout nicht ran. Habt ihr Sniper-Muni? Frage, hallo? Ja, drop mal bitte, wenn keiner braucht. Ich nehme die gerne mit. Ah, Raketen brauche ich noch. Ja, Raketen, warte. Hier. Nee, ich bin gut. So. Aber eigentlich ganz cool. Lass mal das Haus wechseln, bitte. Lass mal bitte in ein Haus gehen, was in der Zone liegt, Kinder. Wir gehen in das andere. Hier ist noch Sniper-Muni. Hab ich, bin ja. Voll, ich bin voll, Digga. Ich geh ins grüne Haus markierte rein, ja? So, Marco, wir sind daneben hier vom Hauptplatz. Da drüben sind Gegner drauf. Ich geh jetzt erstmal hier hoch. Ich muss mal das grüne Mark löschen. So. Marco, du bist im blauen Haus? Okay. Mhm, also hier ist auch noch Gegner drauf, gehört im Haus. Ist der tot? Nee. Den kriegen wir nicht, den kriegen wir nicht, der liegt da rum. Als ob du den. Oh. Kriegen wir den von hier aus? Nee, der ist weg, der ist rein ins Haus gekommen. Die schießen auf uns, Bruder. Komm wieder rein. So, wir müssen jetzt mal schauen. Geh wieder hoch! Okay. Clusterschlag kommt auf unser Haus rauf, bleibt mittig. Der kommt direkt auf unserem Dach rauf, aber die können uns nicht rauspumpen. Schulzen Aimer die Treppe ab, genau, mit Raketenwerfer. Wenn einer reinläuft und du den knockst, ja,
Dann nicht hinterher rennen, wir werfen dann erstmal Granaten runter. Mhm, Tür ging auf vom Cluster Strike. Hm, Peppel, brauchst du noch Munition? Gleich könnte ich gebrauchen, ja. Da hat jemand eine Granate von hinten. Okay, komm, vielleicht drüben ist eine Karte, die können hier rüberlaufen. Sehe gerade keinen. Waren oben am Rand. Hat jemand Munitionsbox noch dabei? Nein. Nein. Was brauchst du? Sturmgewehr? Ja. Peppel ich eben noch hinten ab. Können im Haus bleiben. Ja, ja, wir können bis unten an die Kante gehen. Markus im anderen Haus drin ist da safe. Das heißt, wir müssen erst zum Schluss raus auf dem Dingsums. Wir sollten dann auch das Haus vor uns angreifen. Warum kann ich denn da nicht reinzoomen? Das hier. Das sollten wir dann angreifen, das Grüne. Da ist Gegner drin. Ja, ja, das müssen wir aber erobern. Setze einen Sammelpunkt. Sehe aber oben keinen. Damit wir gewinnen, mache ich mal ganz kurz meine Maus wieder wireless. So. Kann oben nicht haben. Wir können noch chillen. Das ist hier auf den Fersen. Das Gas kommt auch langsam bei uns. Ich höre dich. Unten bei mir einer drinnen. Genau. Alle nicht, ich bin weg. Ich habe Reload. Moment. Ich aime. Ich guck mal, was der hatte. Okay, hab alles eingesammelt. Jungen, Gegner drin, blau markiert, Gegner am Fenster. Sehe ich nicht, muss ich dir sagen. Blaue Markierung, aim ich hin. Ich lösche mal. Auf dem Dach oben einer drauf. Ich habe hier drüben Feindkontakt. Mist, nur wird angeschossen. Granate in der Luft. Naja, die fliegt nicht weit genug. So, Gas kommt jetzt, wir müssen runter an die Kante da. Zur Zielposition. Mhm. Und dann sollten wir halt gleich rüberlaufen. Theoretisch. Wenn jetzt rechts nichts ist, würde ich das Gas noch ausnutzen. Kommt ihr mit rüber zum blauen Haus? Seid ihr kurz wo? Hier, zu der Markierung, grüne Markierung. Da sind ja Gegner drin, gell? Ja, ist egal, wir müssen ja hier an die safe an die Zone rankommen. Granate ist drinne. Granate hat getroffen oben. Oben drauf, zwei Gegner oben drauf auf dem blauen Haus. Das sind bei uns gerade. Ihr könnt hier unten reinkommen, hier safe. Von oben können die nicht nach unten kommen, weil hier Gas ist. Das heißt, wir haben hier unten noch Vorteil. Munitionskiste. Was brauchst du? Ja, ich brauche, ich hab nichts mehr. Gut. Oh. Wir können hier unten an der Kante erstmal noch chillen, die müssen über uns dann rausspringen gleich. Einen da drüben, Assist-Eliminierung. Grüne Markierung, da sitzt noch welche, ist noch einer. So, wir können hier unter dem Unterstand bleiben, wo ich bin. Die müssen über mir gleich raushüpfen. Marco, kannst du die über uns abnehmen? Da drin. Ich muss wieder ins Sensor zurück. Team ausgelöscht da drüben. Ja, ich muss wieder ins Sensor zurück, um meine Platten zu stecken. Die müssen gleich über uns raushüpfen. Einer ist direkt an der... Touchdown am... direkt am Kreisel. Ja, ich bin vor dir, Marco. Ach, ich raus. Noch einer. Ausgelöscht. Jawohl! Ja. Ehre, Alter. Schön outgeplayed. Ganz stark gemacht. Gutes Ding, Leute. Wie er sich beschwert hat. Ja, selber schuld, Alter. Wir waren zu klug für die. Wir haben uns besser positioniert. Und das Gute war, Marco, dass du gesagt hast, dass über uns das Team noch drin war, weil die über uns konnten uns ja gar nicht angreifen, weil die konnten nicht mehr nach unten laufen, die Treppe. Die Treppe war komplett im Gas. Die mussten also aus dem Fenster über uns rausspringen in unser Aiming. Perfekt. Mhm. Was haben wir gemacht? 8 Abschüsse, Runde gewonnen, gute Punkte. War doch nice, Alter. Perfekt. Ist nicht der Platzierungsbonus sogar noch das Wichtigste für die Punkte? Ich denke ja. Ja, aber da fahren wir wieder weg, Alter. Mal wieder Win gespielt, Alter. Ehre. Vor allen Dingen direkt wieder, wie beim letzten Stream, wo wir beim Doppel-Dreier-Squad angemeldet haben. Erstes Spiel im Stream, direkt ein Win. Ehre, Alter. Du fucking Noob, Schwaber. Ah, ja, wie wir euch gefährlich gemacht haben. Guck mein Stream! Alter, Noob. Guck mein Stream, Digga! Du scheiß Noob! Lernt das Stream, ihr Kack-Noob! Noob!
Das war das Beste, Alter. Was? Die Leute, Alter. Marco, das Beste noch, die Leute am Ende jetzt rollt, Alter. Und somit sind wir schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe natürlich, dass es euch wie immer gefallen hat. Wenn dem so ist, könnt ihr mir das gerne zeigen, indem ihr jetzt einen Daumen nach oben gebt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Waffen und welchen Gameplay ich als nächstes spielen soll und welche Waffen ich leveln soll. Und wenn ihr auch mal live bei dem Spektakel dabei sein wollt, dann schaut gerne mal bei mir auf Twitch vorbei. www.twitch.tv/orsogod und dann verpasst ihr keine Livestreams und auch keinen Gameplay-Content, der bei mir hier hochgeladen wird. Und ansonsten, falls ihr noch keine Abonnenten dieses wunderbaren Computertechnik, Hilfe- und Gameplay-Kanals seid, dann lasst doch jetzt ein kostenfreies Abo da, denn abonnieren ist richtig und wichtig. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Orsog. Ciao!